Ja, meine Freunde, neue Runde State of Decay 2. Richtig, heute kein 7 Days to Die, sondern State of Decay 2. Haben wir lange nicht mehr gespielt, zuletzt 22. Ich habe jetzt vorhin schon mal angefangen, das Tutorial so ein bisschen anzuzocken, um wieder reinzukommen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe ein Video geguckt, beste Survival Games, State of Decay 2 relativ weit vorne. Und ich dachte, Mensch, schauen wir doch mal, was wird. Und ja, gehen da einfach mal rein. Ich würde sagen, wir gründen eine neue Gemeinschaft. Tutorial habe ich jetzt schon gespielt gehabt. Ja, Einstellung machen wir Standard. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wo gehen wir hin? Kirche auf dem Hügel. Hier. Das ist doch hier Homeside. Homeside. Haus des Vogels. Wir gehen hier hin. Hier ist irgendwas mit Rittern. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Das machen wir. Ritter immer toll. Immer gut. Schöne Epoche damals gewesen. Ich liebe Ritter. Okay, wir sollen Überlebende uns aussuchen. Achso, okay. Ich weiß gar nicht, wen es hier alles gibt. Also Angeln, Computer, Sport, Frisieren. Also hier unten gibt es scheinbar immer eine speziell oder eine Spezialfähigkeit. Chemie, Handwerk. Handwerk ist ja gar nicht so verkehrt. Kochen ist auch gut. Kennen. Halt wenigstens kämpfen ein bisschen was. Also wir brauchen ja auch jemanden, der kämpfen kann. Vielleicht nehmen wir ihn hier, Johnny. Wir nehmen Johnny. Wir können ja scheinbar drei Stück wählen. Was macht Sam? Ist auch Mechaniker. Aber der ist schon ein besserer Mechaniker. Der kann auch aber besser kämpfen. Dafür hat der keine... Komm, den müssen wir nochmal wegmachen. Haben wir jetzt gemacht. Den machen wir weg, weil wir haben da jetzt schon einen Mechaniker. Der ist vielleicht auch ein bisschen... Obwohl, ist eigentlich schwachsinnig, ne? Es wäre gut, wenn wir einen haben, der vielleicht so in der Basis ist, ne? Der zwar vielleicht ein bisschen mehr... Mechanikerfähigkeit hat, aber dafür... Guck mal hier, den können wir... Unberechenbar Basketball-Fan. Den lassen wir einfach in der Basis... Und der baut da halt alles an und um und was auch immer. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen hier, der richtig abgeht. Einer, der richtig abgeht. Hier, Medizin ist natürlich auch gut, ne? Kriegsherr, hier, kämpfen. Gibt es da mehr Kriegsherren? Baumeister? Kriegsherr, hier. Schießen. Du kannst ja nur schießen, Junge. Das bringt uns ja... Hier! Filmwissen. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob uns das weiterbringt. Lucho. Dass man die nicht irgendwie in so einer Übersicht haben kann. Barry. Wäre natürlich geil, wenn wir irgendwie so einen Kriegsherrn haben, der auch noch hier Geräuschdämpfung... Ja gut, das bringt uns jetzt auch wahrscheinlich nicht weiter. Hier schießen, kämpfen. Hier, die ist doch... Hier, die ist doch super. Und jetzt brauchen wir noch einen, der vielleicht hier Sheriff oder sowas ist. Baumeister. Sheriff, hier, sowas. Ach, Entschuldigung, die Allergie kickt wieder. Man kann dann immer nur ein paar zurück. Verstehe. Baumeister. Händler. Baumeister. Der sieht aber eigentlich ganz cool aus. Also da finde ich, der spricht mich halt optisch schon alleine an. Aber der hat halt keine Spezialfähigkeit. Ne? Muss man auch dazu sagen. Also der kann gut kämpfen. Der kann halt nicht schießen. Ich weiß nicht, ob man das nochmal trainieren kann, aber mit Sicherheit kann man das auch trainieren. Ich glaube, wenn man hier
Die hier mache ich weg. Die hier. Da gucken wir mal. Hier Gartenbau oder sowas. Hier, das ist doch gut. Gartenbau. Vielleicht haben wir irgendwas noch mit Medizin. Kochen ist auch wichtig. Geistesgegner. Er kann aber gar nicht kämpfen. Weil wenn die vielleicht wenigstens ein bisschen kämpfen können, ist da vielleicht schon, ja, wenigstens ein bisschen was gewonnen. Hier, Kriegsherr. Mary. Perfekt. Kann schießen. Cardio geht so. Kochen ist auf jeden Fall am Start. Ich denke, das sind unsere drei, ja, Boys and Girls, die wir jetzt in die Apokalypse schicken. Und ich denke, das passt. Ach, komm, das passt. Ja, komm. Wir starten jetzt rein und schauen mal, was die können. And we're empty. Again. Geil. So, whose turn is it to find more fuel? Weihnachtsdeko da hinten. Not me. Last time I almost got ripped apart by a feral. I have a better idea. We could settle down here instead of moving on. Ja gut, lassen wir uns hier nieder. Looks better than the last couple of towns we came through. Now that you mention it, it does feel kind of homey. Ich möchte starten. Let's go. It's settled. This town is where we'll set up our new base. Genau. We just have to find a spot that's defensible. Maybe with some room to expand. Finden wir mit Sicherheit. Ich möchte gerne mit... Wie kann ich denn eigentlich hier... Ich würde gerne mit Lex spielen. Ah, okay. Gut. Time to settle down. Kann ich jetzt... Preferably with some good looting nearby. Gespräch beenden. Wir brauchen scheinbar Benzin. Ja, schauen wir doch mal, wo wir was finden. Das sollte ja eigentlich jetzt nicht so schwer sein, in der Apokalypse eigentlich Benzin zu finden. Da sind auch schon ein paar Autos. Hallo! Also, du siehst aber gar nicht. Okay, die ist schon hinüber. Kletter über... Nee, ich möchte gar nicht da drüber klettern. Ich möchte einfach nur... hier Benzin. Guck mal hier. Hier könnte doch Benzin drin sein. Aber das können wir leider nicht looten. Das ist hiermit auch nicht lootbar. Ach, wir sollen zu dem Haus, glaube ich, mit der Weihnachtsdeko. Das soll hier unser neues Haus werden. Unser neues Zuhause. Okay, I'm here. Hallo? Sag ich, den schon ein bisschen niedergeknüppelt. So, jetzt machen wir das Ding hier erstmal zu. Wahrscheinlich müssen wir das erstmal sichere das Haus. Ja, ja, klar. Dann gucke ich erstmal hier draußen, ob hier noch ein Zombie rumspringt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Hallo. Ich möchte hier gerne wohnen. Ist hier noch jemand? Oh. Das war ganz schön laut. Achso, ich muss hier scheinbar Orte erkunden. So, vier von fünf. Ich habe jetzt schon Cardio mehr gekriegt. Das ist ja Wahnsinn. Geht's hier noch runter? Gibt's hier noch einen Keller? Ich denke, wir sind gut. Time to claim this place and move in. Ja, muss ich jetzt mit der Campingleuchte interagieren? Ah, hier geht's hoch. So. Heimatbase beanspruchen. Bestätigen. So, Freunde. Wir haben unsere erste Base. Ist natürlich ein bisschen anders wie bei 7 Days. Also wir sind... Ja, mehrere Leute hat man jetzt festgestellt. Und... Ja. Geil. Neue Anlagen. Verfügbar. Munitionsvorrat aufgebraucht. Verwende einen Aussichtspunkt, um nach Materialien zu gucken. Okay. Gut, ich glaube, warte mal, er war jetzt nicht der krasseste Dude, glaube ich. Wo sehe ich denn das? Hier. Kämpfen. Wie kann ich denn jetzt hier die Person wechseln? What the hell am I thinking? Doch, Fähigkeit. Ach, E ist Funk. Aha, warte mal.
Ressourcen, mehr Spieler, Daybreak. Steckst du fest, ist gratis. Vorratslieferung, okay, gut. Noch weiß ich nicht so richtig, wie ich hier was wechseln kann. So auf jeden Fall schon mal nicht. Gut, weil ich war mir eigentlich ziemlich sicher, man musste die ansprechen, oder? Musste man die nicht ansprechen? Ah, okay. Later. Genau, man muss dann quasi entsprechend, guck mal, Müll entfernen. Ja, das können wir schon mal machen. Da kann ich sogar schon was bauen. Werkstatt, Außenbetten, Krankenstation. Ich glaube, eine Außenstation wäre ganz gut. Warte mal, du warst doch. Switch to this character. Ich glaube, sie war diejenige, die richtig abging. Jo. Don't move a muscle. I'm on my way. Thanks. Kann ich hier drüber springen? Ja. Okay? Geil. Wir haben jetzt hier sogar auch noch kein Fahrzeug. Das steht wahrscheinlich noch da oben. Aber ich glaube, es war so, dass man sowieso jedes Fahrzeug nehmen kann. War, glaube ich, so. Ah, ne, da springe ich besser nicht runter. Wer weiß, am Ende bin ich tot. Das lassen wir lieber. Da sind Zombies. Was ist denn hier los? Cardio komplett aufgebraucht, verstehe. Guck mal, hier ist ein Auto. Das kann ich doch bestimmt fahren. Guck mal, das sieht aus wie neu. Jawohl! There's no place like home. My home just got better. Okay, gibt's ja auch Benzin. Ja, da unten ist okay. Ach, das ist aber mal angenehm, dass man hier wirklich jedes Auto einfach fahren kann. Warte mal, hier ist auch so eine Aussichtsplattform. Oder? War doch so. Kletter die Leiter hoch. Da muss ich wahrscheinlich noch höher. So. Okay. Was muss ich jetzt machen? Joa. Look at that. More survivors. Yay. Holy shit. You think that baby still runs? That's enough looking around for now. Sehr gut. Also das haben wir schon mal. Ich glaube, das ist doch die Map, die wir damals auch gespielt haben, oder? Das ist doch jetzt nicht... Jede Map sieht doch jetzt nicht so aus. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir diese Map schon mal gespielt haben. So, wir düsen mal nach hinten. Und schauen mal, was die Gurken, die sich da von uns wollen. Oh, warte mal. In solchen und hindern dich daran, Gebiete zu bauen. Töte das Herz und die Verseuchung des Gebietes. Okay. Smells like blood. Must be a plague heart nearby. Better watch out for plague zombies. Fängt doch direkt gut an hier mit den ganzen Zombies. Ich fahr jetzt einfach um. Sind wir jetzt direkt tot, oder? God, I am so sick of plague zombies. Bist du denn hier? Komm her. Gar keine Gnade. Oh, warte mal. Sag ich nicht was? Nein. So, hallo, Überlebende. Was geht ab? Ja. Machen wir doch. Ja, ja. Alles gut. The best place to find them is in the territory around a plague heart. Those things basically infect their whole environment. It's not pretty. Or you could just destroy the plague heart itself to get a bunch of samples. That's more dangerous. Ah, okay, stimmt. Das, ja, ich erinnere mich. Das war mit diesen Außenposten, die dann zusätzliche Güter für uns quasi herstellen. Wo soll ich die jetzt... Was denn? Ach, guck mal, da ist doch so ein Jeep. Warum nehme ich denn nicht den? Der ist doch viel geiler. Damn, too loud.
nobody else is home. Ja, guck mal da. With a play card around, that won't last. Da habe ich doch direkt schon... Warum sitzt denn der da entspannt vor diesem Seuchenhaus? Oh, this again. Fabulous. Also das muss ich ja wirklich jetzt nicht verstehen, ne? Ach, das ist dann auch ein Außenposten. Yeah, I just fucked up real bad. Okay, hier geht's raus. Ach, war nicht auch irgendwas, dass die dann angefangen haben, auf mich zu schießen oder sowas? Meine Verbündeten. Da war doch irgendwas. Irgendwas war da auf jeden Fall. Toolkit nötig. Was brauche ich denn hier für ein Toolkit? Kofferraum öffnen, da ist nichts drin. Okay. Gucken wir einfach mal, was hier drin ist. Was ist hier drin? Den Außenpunkt kann ich auch beanspruchen. Oh Gott. Ich brauche halt so nochmal so eine Seuchenprobe. Aber ich glaube, das findest du nur, wenn du diese roten Zombies tötest. Also die hier hätte ruhig mal jetzt was droppen können. Er hat ja so elegant getötet. Ich erinnere mich, wir mussten dann jetzt quasi dann solche Sachen wie diese Säcke. Och ja. Die konnten wir dann quasi ins... Nee, das möchte ich so jetzt nicht. Einfach Kofferraum öffnen. Genau, perfekt. So, da können wir jetzt, glaube ich, hier den Rucksack einlagern. So, Benzin einlagern. Die Axt auch. Komm, ich kann ja erstmal alles da reinpacken. Das ist jetzt erstmal nicht so sonderlich schlimm. Wir haben noch genug Platz. Weißt du, diese Seuchenherzen, die waren nicht so ganz easy. Also da. Oh, Jackpot. This should be good. Echt, findest du, dass das gut aussieht hier? Was ist das? Okay. Scheinbar irgendwas. Ah, fuck me. Here comes my fan club. Vom Mitmachen. sehr geil, dass sie einfach so sagt, so, ja, hier kommt mein Fanclub. Stabil. Mitten so in so einer Zombie-Apokalypse. Also ich glaube, mit diesen Büchern konnte man seine Fähigkeiten verbessern. Oh, eine Pistole. Not gonna fit. Aber ich bin jetzt schon komplett voll. Okay. Handwerkerbuch. Verwenden. Shit. I think I actually just learned something. Warte mal, jetzt kann ich doch hier. Hat sie irgendwas fallen gelassen? Seuchenturm. Hä? Not gonna fit. Aber aktiv die Zombies, das gibt's ja gar nicht. So aufdringlich. Warte mal, da müssen wir mal kurz hier nochmal an unseren Truck gehen und nochmal das ein oder andere hier wegräumen. Hier das hier zum Beispiel. Das können wir einlagern. So, was haben wir noch? Haben wir irgendwas doppelt?
Nee, ne? So richtig was doppelt haben wir jetzt nicht. Warte mal, das kann ich ausrüsten. Zack. Okay. Heilen traue ich mich noch nicht. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken nach den Patronen. Irgendwie sind die jetzt da drin geblieben. Natürlich. Also ich meine, ich will mich jetzt auf gar keinen Fall beschweren, ne? Schaltkreis, weißes Rauschenmaschine. Rolle mit Feuerwerkskörper, Nagelpflegeset. Ja gut, vielleicht sollte ich das wirklich einfach abwerfen und das hier nehmen. Aber sag mal, wo ist, sind denn jetzt die Patronen hin? Hier kann ich noch mehr durchsuchen. Ist das hier? Herstellung, Krug mit Ethanol. Ja gut, das kann ich aber leider nicht. Nimm Krug mit Ethanol, funktioniert schon nicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder zurück zur Basis. Ich verstehe. So. Weil ja, hinten klopfen die sich. So, warte mal. Wo ist jetzt unsere Basis? War hier nicht da oben irgendwo? Da muss ich sagen, ich komme noch nicht so richtig zurecht. Aber ich denke, da oben wird schon irgendwo unsere Basis sein. Ich glaube, die war jetzt hier. Ich versenke jetzt erstmal den Truck. Das erste Fahrzeug, was ich gefunden habe, erstmal direkt in den Kanal setzen. Warte mal. Hier gibt es doch bestimmt eine Karte. So. Da muss ich hin, oder? Das ist doch hier, wo ich wohne, oder nicht? Nee, warte mal. Hier wohne ich. Oh Gott. So, ich habe das doch jetzt markiert, wo ich hin muss. Und zwar da hinten. Da hat aber eben irgendwas auf mich geschossen, oder bin ich doof? Das Fahrzeug sollte ich, wenn es geht, vielleicht noch nicht schrotten. Yay! Ich weiß ja nicht, ob das langsam kaputt geht oder wie das aussieht, ob das dann erst Step by Step kaputt geht. Komm, ey, wie komme ich jetzt da rüber? Ja gut, ich düse jetzt einfach in die Straße weiter. Dann werde ich da schon irgendwie hinkommen, nehme ich an. Fahre ich quasi eins geradeaus und dann biege ich irgendwann mal rechts ab. Aber hier war das nicht mit diesen komischen Scharfschützen, ne? Mit diesen NPC-Gegnern, oder? Doch, ich glaube. So, jetzt muss ich hier rechts, ne? Ja. Mein Benzin wird knapp, wird mir gesagt, aber ich denke, wir haben auch noch genug Benzin dabei. Da stand auch noch ein Auto, ich glaube, das werde ich mir erstmal organisieren. Komm, komm. Aber wahrscheinlich passt in so einen Schwack ein bisschen mehr rein, als jetzt in so ein kleineres Fahrzeug. Aber Handling ist gut, muss ich sagen. Also, bin ich jetzt schlechter gedacht. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal auf der Xbox gespielt. Aber schon so lange her, ich habe gar keine Erinnerung mehr großartig daran, also wie das funktioniert hat. Also der Standort ist jetzt auch nicht so gut gelegen, muss ich sagen, weil wie ich denn da hochkomme? Kann ich diese Fahrzeuge hier überhaupt kaputt fahren? Oh fuck. Ich habe Angst, dass es gleich explodiert oder so.
Warte mal, da gab's doch hier, ich steck fest oder sowas. Nee. Wo war denn das? Irgendwo gab's doch hier, ich steck fest. Ich würde jetzt behaupten, wir stecken hier fest. Oder? Ach nee. Wir stecken nirgendwo fest, Freunde. Hier kann man wahrscheinlich nirgendwo feststecken. So, einmal hier hochgedüst. Einmal da. Hä? Nee, keine normale Zufahrt. Ach, man kann den Zaun immerhin kaputt fahren. Und ich weiß noch, man konnte auf diesen Parkplätzen parken. Und dann konnte man das irgendwie automatisch ausladen, ne? War doch irgendwie so. Jetzt konnte ich das hier doch irgendwie, glaube ich, automatisch deponieren, ne? So. Perfekt. Aber das war eigentlich ein bisschen dumm, weil ich brauche auch Benzin. Ich möchte nochmal gucken, wo ich das herkriege. Ach, hier. Benzin. Nehmen. Sauber. Und hier habe ich jetzt quasi meine Vorräte. Okay. Sehr umfangreich. Was habe ich jetzt hier gebaut? Eine Krankenstation, glaube ich, ne? Oder? Werkstatt. Da muss ich hier jetzt natürlich schauen. Garten, Hydrokultur, Küche. Ach ja, ich brauche hier diese Dinger zum Bauen. So war das. Und davon habe ich aktuell nichts. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal ein paar Ressourcen sammeln. Was kann ich hier machen? Gegenstände herstellen. Okay. Waffen reparieren. Okay. Verrückt. Gut. Langsam kommen die Erinnerungen wieder, würde ich behaupten. Und das muss ich jetzt hier erstmal irgendwie betanken. Norma auftanken. Das Ding heißt scheinbar Norma. Was soll ich dazu sagen? Du kannst Sitzplätze, indem du die folgenden. Ja gut, macht ja keinen Sinn, wenn ich alleine im Fahrzeug bin und keiner fährt mehr. Warte mal, hier kann ich doch erstmal hier ein bisschen plündern. Das hier war doch so ein ekliger, ne? Ha! Siehst du mal, leg dich nicht mit mir an. Wat? Okay, das geht trotzdem. Gut, dann sollte ich vielleicht erstmal hier gucken, dass ich hier ein bisschen was geplündert kriege. That's nice. Ja, das ist nice, danke. Locked up tight. Well, that was noisy. Oh, ein bisschen laut. Alles gut. Hä? Gut, also das mit dem Aufheben oder Sammeln von Gegenständen, das läuft noch nicht hundertprozentig rund. Drücke ich irgendwie, glaube ich, immer die Maustaste, aber das ist irgendwie nicht richtig. Und ja, keine Ahnung. Ich vielleicht einfach die Leertaste, dann hebe ich auch gleich alles auf. Jawohl. Das habe ich auch jetzt hier. Nochmal so ein Loot-Bag mit Essen. Schmeiße ich gleich hier hinten rein. Oh, perfekt. Weiter geht's. Obwohl, ich kann die Karre eigentlich auch stehen lassen. Das ist ja alles hier fußläufig zu erreichen. Hallo. Ja.
gut. Das ist wahrscheinlich auch einfach noch nicht so die Herausforderung, weil wir noch am Anfang sind. Nehme ich jetzt einfach mal an. Oh, kann ich noch mehr looten? Nee. Das war's. Was gibt's hier? Nichts mehr. I'm declaring this location set free. Alles mit. Warte mal, Container. Da oben links steht es ja. Container durchgesucht. 4 von 5. Das heißt, einen gibt es noch. Die Frage ist nur, wo. Da können hier draußen auch noch ein Container stehen. Ah, hier auf dieser Terrasse, auf der Veranda steht noch was. Let's hit the road. We're done here. Jo. Perfekt. So, auch das schmeiß ich mal wieder in das Fahrzeug rein. Okay, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich vielleicht immer mal wieder die also nicht die gleichen Level, sondern wirklich auch mal andere. Ist ja auch eine Uhrzeit, weil jetzt scheint es ja schon wieder ein bisschen später zu sein. Okay, hat scheinbar geschlafen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte Daddy das Zombie keinen Bock. Oh Gott. So, ja, that's our exit cue, right? Ist mir ganz egal. Ha? Cool wäre es, wenn ich halt so eine Probe kriegen könnte. Vor allem, wenn die hier durch diese Fenster kommen, dann fallen die erstmal hin. Und ich kann die direkt hinrichten. Das hatte ich auch. Ach, guck mal, hier ein Backpack. Jetzt haben wir hier ein 8er Backpack. Wie kann ich den einsetzen? Ausrüsten. So, jetzt haben wir natürlich ein paar Plätze mehr. Das ist cool. So, 4 von 7. Sechs von sieben. Jetzt gibt es noch einen, den wir looten können. Looks like nobody else is home. The place has been bled dry. Time to move on. So, ich bin schon wieder voll. Natürlich. Gut, dann muss ich jetzt erstmal schnell zur Basis fahren. Ach, mein Auto wird mir aber nicht angezeigt, oder? I should probably take a break before I fall over. Kannst du auch umfallen vor Erschöpfung? Das probieren wir jetzt mal aus. So, jetzt kann es sich ja eh ausruhen im Auto. Licht geht automatisch nicht an, das heißt, da müssen wir ganz entspannt F drücken. Oh Gott, das ist, hat er aber auch ein Handling hier, das Ding. Auto lasse ich stehen. Das können wir uns sparen, denke ich. Welches Haus war das? Hier drüben das. Da waren noch zwei Sachen, die wir mitnehmen können. Und ich denke, da machen wir erstmal einen Break. Oh ne, hier gibt's noch. Ah ne, das sind hier noch draußen. Okay, ja geil. Also die Häuser hier bringen mir wahrscheinlich gar nichts. Nehme ich jetzt einfach mal an. Was bist denn du für ein Sträuch? Oh, genauso.
Also schlimm, wenn man einmal anfängt hier zu spielen, dann will man auch gar nicht mehr aufhören. I gotta rest. Hallo. Geh weg von mir. Gut, ich glaube, nachts sind die Viecher vielleicht ein bisschen aggressiver. Hatte ich hier That's all I got. Guck mal da. Da gibt's einen Red Bull und dann geht's weiter. Cardio haben wir fast aufs Maximum schon trainiert. So, jetzt rennen wir schnell hier rüber. Changen den Charakter. Komm, wir suchen uns hier mal den Dude. Was ist denn hier eigentlich? Küche benutzen. Okay, verrückt. Okay, wo ist denn der andere? Wo ist denn der Frederik hier schon wieder? Also ist nicht so ein richtiges Action-Spiel, glaube ich. Also schon, aber nicht so mit Jump'n'Run tatsächlich. Da geht's, glaube ich, raus. Hä, wo ist der denn? Oh Gott. Damn, too loud. Wo ist die denn jetzt hin? Muss ich eigentlich noch schlafen? Kann es sein, dass ich hier vielleicht so Betten einrichten muss, damit wir da auch schlafen können? Gut, bauen kann ich das auf jeden Fall nicht. So. Aber wir haben auf jeden Fall noch genug Spots, um da was hinzukleistern. Ah, hier ist ein Bett. Kann ich hier drin schlafen? Ja, starten wir das Ganze doch mal. Schön das Bett reparieren. Wenn wir schon eins haben, können wir auch reparieren. Ah, ich... Da bist du! Nee, warte mal. Ach, Mann. Den übernehme ich jetzt. Zack. Ja, ja. Mach ein Schläfchen oder sowas. Ich hole mir jetzt erstmal oben eine Knarre. Hier, glaube ich. Ja. Achso, die kann ich nicht einfach rüberziehen. Da habe ich ja jetzt 10 Schuss, ne? Ja. Perfekt. Ne, dann gehen wir jetzt ein bisschen mit dem auf Erkundungstour, würde ich sagen. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und zwar in der nächsten Folge State of Decay. Schreibt in die Kommentare, Freunde. Wollt ihr weiterhin State of Decay sehen? 7 Days to Die? Was ist euch lieber? Also ich glaube, es kommen auf jeden Fall, also es werden auf jeden Fall noch ein paar Videos kommen zu State of Decay. Aber wenn ihr darauf gar keinen Bock habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.